In der Windows-Welt und unter Linux gibt es eigentlich keine Wiedergabeprobleme, was den neuen Magix Video Deluxe AV1 Codec angeht. Wie sieht das in Sachen Wiedergabe eigentlich in der Mac-Welt aus? Das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Ich habe zu diesem Zweck einen 30 Sekunden langen 4K-Clip mit dem neuen AV1-Codec gerendert und zudem zu Vergleichszwecken auf dem Weg auch gleich nochmal eine Version in HEVC und als MPEG-4. Die liegen hier alle auf dem Schreibtisch des Macs, auf dem Desktop. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die Wiedergabe hier funktioniert oder ob es da eben nicht funktioniert. Ich starte hier mal die Wiedergabe des 4K-Clips mit einem Doppelklick und dann taucht diese Meldung auf. Diese Datei enthält Medien, die mit dem QuickTime-Player, also dem Standard-Player von Mac, nicht kompatibel sind. Soll die Datei trotzdem geöffnet werden? Und dann klicke ich hier entsprechend auf Fortfahren, um genau das zu machen. Und dann taucht hier der QuickTime-Player auf, aber er zeigt halt nichts an. Mit anderen Worten, die direkte Wiedergabe von Videos, die mit dem AV1-Codec encodiert worden sind, ist auf Anhieb auf einem Mac nicht möglich. Wie sieht das aus mit HEVC und MPEG-4-Inhalten? Wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir da einfach mal mit drauf. Hier kommt jetzt der HEVC-Clip. Und der lässt sich also problemlos wiedergeben, eben, wir sehen es da oben links im QuickTime Player. Also das ist kein Problem, das ist seit Jahren auch schon Standard, überhaupt kein Problem. Probieren wir auch gleich nochmal auf dem Wege hier die Wiedergabe des MPEG-4-Clips aus. Und auch der lässt sich selbstverständlich problemlos vom QuickTime Player wiedergeben. Auch das ist ein seit Jahren funktionierender Standard. So, wie kann man denn ansonsten die Wiedergabe bewerkstelligen? Ein Aspekt ist, man nutzt einfach einen Browser. Der Standardbrowser von Mac ist der Safari-Browser und auch der ist nicht in der Lage, Videos, die mit AV1 encodiert wurden, wiederzugeben. HEVC und MPEG-4 hingegen gibt auch der Safari-Browser problemlos wieder. Um dennoch AV1 enkodierte Inhalte auf einem Mac wiederzugeben, bietet sich einfach die Nutzung eines alternativen Players an. Freeware-Players wie beispielsweise VLC. Dieser weit verbreitete Player steht sowohl für die Windows-Welt als auch für die Mac-Welt zur Verfügung und du kannst den gratis aus dem Web runterladen. Hier ist der VLC-Player und ich ziehe jetzt einfach mal den AV1-kodierten Clip hier mit per Drag and Drop in den Player und dann wird der problemlos wiedergegeben. Das wäre also eine Möglichkeit, wie man auch auf dem Mac AV1-codierte Inhalte wiedergeben kann. Ich habe dir unter der Videobeschreibung einen Link eingefügt, wo du den VLC-Player sicher runterladen kannst. An dieser Stelle drängt sich förmlich die Frage auf, warum geht das eigentlich auf dem Mac nicht? Warum funktioniert das in der gesamten Apple-Welt nicht? Zumal es, wie gesagt, auf Windows und unter Linux überhaupt kein Problem ist. Und diese Frage stellen sich viele Leute. Diese Fragestellung wird im Web an vielen Orten diskutiert. Aber es scheint Hoffnung zu geben. Nicht zuletzt deshalb, weil Apple mittlerweile auch Mitglied der Alliance for Open Media ist. Und diese Institution, diese Alliance for Open Media ist ja die Institution, die diesen AV1-Codec entwickelt hat und diesen auch vermarktet. Wenn man den Stimmen oder einigen Stimmen im Web Glauben schenken darf, ist es so, dass demnächst auch AV1-Unterstützung auf dem Mac erwartet werden kann. Warten wir mal ab, wann das soweit ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch dalässt. Und falls auch nicht geschehen, würdest du mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Okay, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Videotraining XXL zu Magix Video Deluxe. Mein Name ist Martin Quedenbaum. Ich habe seit 2007 fast jedes Jahr ein Buch zu Magix Video Deluxe veröffentlicht und viele meiner Leser haben mich gebeten, doch mal ein Videotraining zu veröffentlichen. Dem bin ich jetzt gern nachgekommen. Dieses mehr als 10 Stunden umfassende Videotraining wird Sie im Umgang mit Magix Video Deluxe in nahezu jeder Hinsicht unterstützen. Sollten Sie Fragen zum Videotraining oder zu Magix Video Deluxe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Viel Freude mit dem Videotraining!